Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Resident Evil 8. Ja, blöderweise bin ich gerade schon aus dem Dings rausgegangen und da ist er gerade, ihr habt ihn noch gesehen, den Schwanz. Ist er hier rausgeklettert und ist dahin. Ja, blöderweise. Ja, scheiße. Okay, aber wir haben jetzt den fetten Endkampf gegen Monroe. So, das haben wir. Okay, lass uns mal gucken, ob wir hier noch was Geiles finden. Das wollte ich gar nicht. So, was haben wir hier denn? Hier haben wir ein Tagebuch. Okay. Und was haben wir hier? Ein Magazin für 911. Aha. 1911 Magazin. Okay, hier haben wir schon die. Die Area. Gut, lass uns mal runter. Hier haben wir noch Stuff, das holen wir uns noch schnell. Boom, da ist er. Und wir fangen an zu schießen. Ich hab wohl keine Wahl. Schießen, 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 schießen. Hey. Machen wir mal drei. Boom. Noch ein. Ja, so ist richtig. Und letzte. Hey. Oh Gott. Einen haben wir hier noch. So, jetzt kommt Säureregen. Alles klar, gehen wir mal weiter. Okay, wo ist er? Da oben ist er. So, hier haben wir keine Munition mehr. Ach, fuck, das wollte ich gar nicht. So, und immer schießen, schießen, schießen. Na, normalerweise habe ich hier eine Magnum mit unendlich Munition. Dann geht das deutlich schneller. Oh Gott, der ist ja schon hier. Oh Gott. Ey, verdammt. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir ihm einmal hier einnehmen. Fall in your face. In your face. Okay, boom. Ja, kann ich mir voll und ganz vorstellen, Junge. Oh, ich hänge fest. Und haben wir ihn? Oh, direkt neben mir, war. Oh. Ja, was soll ich sagen? Mit dem Magnum geht das eindeutig schneller. Okay.
Im das wahrsten war der. Sinne ein Ekelpaket. Was, jetzt habe ich wieder die Zeit nicht gedrückt. Okay. Nehmen wir hier mal noch alles mit. Wir noch ein, zwei Runden hier laufen, dass wir nichts gegessen. So, hier. Da haben wir noch ein bisschen Stuff. Da ist nichts mehr. Okay. Ne, dann haben wir, glaube ich, alles. Ja, und ich sage noch, da haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Okay. Da vorne ist der Ausgang. Da vorne ist der Ausgang. So. Moment mal, was habe ich da denn jetzt gehört? Ist hier noch wieder irgendwie ein Viech? Nee. So, hier müssen wir einmal rein. Da standen wir und haben uns unser Flakon geholt. Und hier haben wir den nächsten Aufbau des Schlüssels. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Was für ein Wichser, ja. Den Schlüssel haben wir. Boah. Lebt das Ding? Das lebt das Ding. Gut, dann können wir hier nämlich raus. So. Gucken wir noch einmal. Wir haben hier alles frei. Wir lassen Ausrufezeichen. Warum ist da ein Ausrufezeichen? Ah, das ist oben, ne? Ich glaube, das ist oben. Weil solange das hier unten nicht rot ist, haben wir, glaube ich, alles. Ja, siehste. Dann haben wir den dritten Endboss. Oder Zwischenboss, wie auch immer man es nennen möchte. Alles klar, dann sind wir wieder oben angelangt. So, dann können wir hier nämlich jetzt durch. Weil wir haben die Kurbel ja gekriegt. Die Gott sei Dank nicht abbricht. Verdammt. Okay, dann gehen wir hier rechts mal. Und hier. Hier haben wir einmal die Kugel. So. Den im Anlocken.
bleibst liegen, wenn ich das sage. Okay. Du genauso. So. Hier haben wir dann... eine Magnum. So, da haben wir noch Sniper-Munition. Wo knurrt das denn hier? Jetzt knurrt das hier. Oder ist sie oben drauf? Scheiße. Ich hab das doch gehört. Verdammt. Alles klar, dann haben wir die auch. Hier ist ein übelster Kadaver. Haufen. So. Hier hören wir noch irgendwo ein Wolf. Ein Kraut haben wir noch gefunden. Okay. Ich würde aber erstmal sagen, gehen wir hier erstmal runter. Da oben ist er irgendwo. Und hier haben wir nochmal eine Bodenkurbel. Beziehungsweise einen Boden, den wir mit der Bodenkurbel öffnen müssen. Brandgeschosse. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich will nämlich mal... genau, da ist nämlich die nächste... die nächste... der nächste Schatz. Und da snackt er sich ein. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, den da hinten. Das ist aber auch gar kein Problem, weil... weil wir hier nämlich einen kleinen Mackerl kriegen. Nämlich die Wolfbane. Und da habe ich blöderweise auch unendlich Munition. Zack, ein Schuss. Und er ist tot, ne? Ja, da haben wir blöderweise auch volle Munition von. Das heißt blöderweise, für mich ist gut. So, wo ist der? Haben wir hier nicht einen zweiten von? Gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja die Kugel gefunden. Und die Kugel setzen wir hier natürlich direkt ein. Und nehmen natürlich die... so, wo haben wir den denn? Schatzkarte. Kugel. Okay. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir nämlich kleine Passagen. Da könnte er durchfallen und dann müssen wir von vorne anfangen.
Ja, ein bisschen kippen. So, da vorne kommt sie nämlich auf der linken Seite. Müssen wir schön rechts halten. Diese Passage ist nämlich noch leicht. Der nächste, der wird interessant. Da tue ich mich teilweise schwer. Okay, den haben wir jetzt auch. Dann können wir nämlich jetzt zurück. This way. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Einmal auf der Map gucken, ob wir hier noch was haben. Wir können nämlich jetzt hier hin. Da gehen wir nämlich natürlich auf jeden Fall nochmal wieder hin. Nee, ein weiter, ein weiter. Hier haben wir das. Dann machen wir auch die Kurbel mal. Verdammt. Lauf doch nicht so schnell. So, jetzt muss ich eben einmal gucken. Eben überlegen, was hier Sache ist. Wir müssen hier hoch. Okay, und da haben wir unseren Schätzchen nämlich. Und das ist, wenn wir jetzt mal bei den Schätzen gucken. Das ist nämlich der erste von den zweien. Ah, ich glaube, ich weiß, was der zweite ist. Ich glaube, das ist die... wie heißt? Die Lippenstift von der Frau Dimitrescu. Und den kriegen wir jetzt nicht mehr. Scheiße. Gut, lass uns mal den Weg hier weiter. Hier ist nichts mehr. This way. Oh, jetzt ist hier auch wieder auf. So, und ich will eben einmal die Wolfsbane. Oh, die können wir auch motzen. Das machen wir auf jeden Fall. Und ein paar Sachen verkaufen können wir auch. Wie kriege ich denn Schnellzugriff? Mache ich mal auf die Wahrnehmung. So. Okay, wir laufen aber erst hin zu Duke. Und dann will ich die Waffe aufrüsten. Wie kommst du da jetzt dran, ne? Ah, entschuldige. So, erstmal verkaufen. Die behalten wir doch noch im. Der Flügel natürlich nicht. Arznei. Pistolen. Blinden kann weg. Scharfschützen kann weg. So, und die kann nämlich auch jetzt weg.
Jetzt haben wir ja die Wolfbane. Magnum-Munition kann weg. Und diese kann weg. Minen können weg. Magazin. Ne, das will ich behalten. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Okay. Dann haben wir die Wolfbane auch aufgerüstet. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Noch was kaufen? Was ist das? Für die M? Nee. Wenn wir nichts aufrüsten, alles klar. So. Aber ich würde sagen, machen wir für diese Folge hier wieder Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und tschüss.